Herzlich willkommen bei Meditation Coaching and Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und die heutige Folge heißt Einschlafen mit Curse, Teil 2. Viel Freude damit. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen nochmal zu Meditation Coaching and Life. Heute geht es zum zweiten Mal um das Einschlafen. Immer wieder, wenn mir Leute begegnen, die diesen Podcast hören, bekomme ich das Feedback, dass die Leute den gerne zum Einschlafen hören. Und manchmal ist es den Leuten, mit denen ich rede, auch peinlich, weil sie sagen, ich höre wahnsinnig gerne deinen Podcast, aber eigentlich weiß ich nie, wie er endet, weil ich meistens schon vorher eingeschlafen bin. Und dann drucksen sie ein bisschen rum und es ist denen unangenehm, aber ich finde es ganz, ganz großartig. Schlaf ist eine der wichtigsten Dinge im Leben, vielleicht sogar neben dem Atmen die wichtigste. Schlaf ist die wichtigste Funktion unseres Körpers zur Regeneration und für eine gute Gesundheit. Tausende von Studien zeigen, es gibt keine körperliche oder geistige Funktion, die nicht profitiert, wenn wir gesund und gut schlafen. Keine einzige körperliche und geistige Funktion wird besser mit Schlafmangel. Keine einzige. Die Effekte von gutem Schlaf und die Nachteile von schlechtem Schlaf sind sogar um ein Vielfaches höher als die Effekte von guter Ernährung und guter Bewegung. Natürlich ist gute Ernährung unglaublich wichtig, gute Bewegung unglaublich wichtig, aber Schlaf, guter Schlaf, übertrumpft sie alle. Schlafmangel ist eins der größten gesundheitlichen Probleme unserer modernen Welt. 20% der Autounfälle in Deutschland sind komplett oder zum großen Teil darauf zurückzuführen, dass die Autofahrerin, der Autofahrer nicht genug Schlaf hatte. Und die WHO, die World Health Organization, hat Schlafmangel sogar als eine weltweite Krise für die Gesundheit deklariert. Und trotzdem leben wir in Deutschland, aber auch in vielen anderen Ländern der Welt, in Gesellschaften, in denen Schlaf nicht priorisiert wird, in denen Schlaf sogar ein bisschen kritisch beäugt wird, so nach dem Motto, naja, wer viel schläft, ist faul, oder wer mehr als x Stunden braucht, also wer mehr als 4 oder 5 Stunden schläft, der ist kein High-Performer. Uns werden immer wieder Geschichten erzählt von Managerinnen oder High-Performern, die fast überhaupt nicht schlafen und jeden Morgen um 4 Uhr aufstehen und noch eine Stunde mehr im Tag haben. Und Schlaf ist wahnsinnig überbewertet. Und wer viel schläft, ja, das ist eigentlich frivol und das geht gar nicht klar. Was für ein unglücklicher Trugschluss das ist. Dann haben wir noch das zweite Problem. Viele von uns möchten gerne mehr schlafen, möchten gerne schneller einschlafen, möchten gerne ruhiger und besser schlafen, aber es gelingt uns nicht. Wir liegen abends wach im Bett, denken über dieses und jenes nach, wälzen Gedanken an die Vergangenheit, an die Zukunft und kommen einfach körperlich und geistig nicht zur Ruhe. Und schon sind 30 Minuten, eine Stunde, 2 Stunden vergangen und uns fehlt einfach der gute und erholsame Schlaf. In Folge 37 von diesem Podcast hier bei Meditation Coaching and Life habe ich mehrere Methoden vorgestellt, mit deren Hilfe man ein kleines bisschen besser einschlafen kann. Da gibt es zum Beispiel Journaling-Methoden, bestimmte Atemmethoden, bestimmte Visualisierungen und verschiedene andere Dinge. In dieser heutigen Folge möchte ich was anderes machen. Und zwar gibt es hier jetzt gleich eine kleine geführte Einschlafmeditation oder Einschlafreise durch den Körper und den Geist. Mach's dir also bequem, bereite schon mal ein ruhiges Plätzchen vor. Vielleicht magst du dich schon mal ins Bett legen oder wenn du jetzt tagsüber einfach ein bisschen entspannen und chillen willst, such den bequemen Ort, an dem du dich locker machen kannst, hinlegen oder ganz bequem hinsetzen kannst. So, wenn du für dich einen ruhigen Platz gefunden hast, dann schließ deine Augen und genieß die nächsten Minuten. Ab diesem Moment gibt es nichts mehr zu tun. Es gibt nichts, was du erledigen musst. Es gibt nichts, was du erreichen musst. Alles, was zu tun ist, ist, dass du liegst mit geschlossenen Augen in einer für dich bequemen Position. Nimm dir ein paar Momente Zeit,
um diese bequeme Position für dich noch ein bisschen bequemer zu machen. Vielleicht möchtest du deine Füße nochmal drehen. Vielleicht möchtest du deine Arme nochmal ein bisschen anders positionieren, näher an deinen Körper oder weiter von ihm weg. Vielleicht willst du nochmal tief gähnen, ein bisschen deine Beine zurechtrücken, deine Finger ausstrecken oder deine Arme noch einmal strecken. Was auch immer es ist, lass deinen Körper noch ein paar sanfte Bewegungen durchführen und finde so die für dich bequeme Position. Wenn du so bequem liegst, atme tief ein, spüre, wie sich dein Brustkorb, deine Rippen und dein Bauchbereich mit Luft füllen und ausdehnen. Und dann atme tief mit einem Seufzer aus. Atme nochmal tief ein. Füll deinen Körper mit Luft. Halt vielleicht kurz die Luft an, wenn du zu Ende eingeatmet hast. Und lass sie ausfließen. Noch ein drittes Mal. Nimm dir Zeit, um tief einzuatmen. Deine Brust, deinen ganzen Rippenbereich und Bauchraum und darüber hinaus zu füllen mit Luft. Du hältst die Luft kurz an und atmest langsam und tief die Luft wieder aus. Am Ende des Ausatmens finde einfach entspannt zurück zu deinem natürlichen Atemrhythmus von ein und aus. Du atmest auf keine besondere Art und Weise, sondern einfach entspannt ein und aus. Und wenn du merkst, wie deine Gedanken ein klein wenig driften, kannst du sie zu deinem Herz bringen. Lenk dafür deine Aufmerksamkeit einfach sanft auf den Bereich deines Brustraumes, da, wo dein physisches Herz liegt. Du atmest weiter ganz entspannt ein und aus und füllst diesen Raum um dein Herz mit Luft und mit Weite. Und vielleicht spürst du, wie Gedanken und Ideen entstehen, die mit diesem Teil deines Körpers zu tun haben. Und vielleicht ist da so etwas wie ein Wunsch, ein Herzenswunsch. Vielleicht ist er dir nicht sofort klar und das ist auch überhaupt kein Problem. Und es kann so was Einfaches sein wie: Ich möchte wirklich entspannt schlafen. Oder es kann sowas sein wie: Ich möchte morgen einen ruhigen und glücklichen Tag haben. Lass deinen Wunsch oder das Gefühl gerne ganz alltäglich sein. Ganz klein und ganz unspektakulär. Einen schönen Tag zu haben. Ruhig zu schlafen. Morgen mit einem Lächeln aufzuwachen. Was auch immer es ist, schau, ob du diesen Wunsch in deinem Herzraum fühlen kannst und ob du ihn für dich in einem ganz einfachen Satz, einem ganz einfachen Bild formulieren kannst. Sprich diesen Wunsch in deinen Gedanken vor dir selbst aus. Du kannst zum Beispiel sagen: Ich wünsche mir, ruhig und tief zu schlafen. Ich wünsche mir, ruhig und tief zu schlafen. Ich wünsche mir,
ruhig und tief zu schlafen. Formulier diesen Wunsch 2 oder 3 Mal. Und dann lass ihn los und bring deine Aufmerksamkeit zu dem kleinen Finger an deiner rechten Hand. Fühl den kleinen Finger deiner rechten Hand. Fühl den Ringfinger deiner rechten Hand. Bring deine Aufmerksamkeit zum Mittelfinger deiner rechten Hand. Fühle jetzt den Ringfinger deiner rechten Hand. Bring deine Aufmerksamkeit zum Daumen deiner rechten Hand. Fühle jetzt deine Handfläche, deinen Handrücken, fühle deine ganze rechte Hand, fühle dein rechtes Handgelenk, deinen rechten Ellenbogen, deine rechte Schulter, deine rechte Achselhöhle. Fühle deine rechte Brust, die rechten Rippen. Fühle den Hüftknochen an deiner rechten Seite. Fühle deinen rechten Oberschenkel, dein rechtes Knie, deine rechte Wade. Fühle jetzt den rechten Knöchel deines rechten Fußes. Fühl deinen Fußrücken, die Sohle deines rechten Fußes, deinen großen rechten Zeh, deinen zweiten rechten Zeh, den mittleren rechten Zeh, den vierten rechten Zeh. Fühle deinen rechten kleinen Zeh. Bringe nun deine Aufmerksamkeit auf deinen linken kleinen Finger. Fühl deinen linken kleinen Finger. Fühle jetzt deinen linken Ringfinger, deinen linken Mittelfinger. Fühle deinen linken Zeigefinger. Fühle deinen linken Daumen. Fühle deinen linken Handrücken, deine linke Handfläche und dein linkes Handgelenk. Fühle deinen linken Ellenbogen, deine linke Schulter und fühle deine linke Achselhöhle. Fühle deine linke Brust. Fühle den Bereich deiner linken Rippen. Deinen linken Hüftknochen. Fühle deinen linken Oberschenkel,
dein linkes Knie. Fühle deine linke Wade. Fühle den Knöchel deines linken Fußes. Den linken Fußrücken. Fühle deine linke Fußsohle. Fühle jetzt deinen linken großen Zeh. Deinen linken zweiten Zeh. Deinen linken mittleren Zeh. Deinen linken vierten Zeh. Fühle deinen linken kleinen Zeh. Fühle jetzt deinen Bauchraum, deinen Unterleib. Fühle dein Gesäß. Deinen unteren Rücken, deinen mittleren Rücken, linkes Schulterblatt. Fühle dein rechtes Schulterblatt. Fühle die Rückseite deines Halses. Fühle die Rückseite deines Kopfes. Fühle deine Kehle. Fühle deinen Mund. Die Spitze deiner Nase. Deine ganze Nase, fühle deine Stirn, dein linkes Ohr, dein rechtes Ohr, dein linkes Auge, dein rechtes Auge. Deine linke Augenbraue, deine rechte Augenbraue. Fühle den Raum zwischen deinen Augenbrauen. Bringe jetzt dein Gefühl zurück zu deinem Herz. Fühle dein Herz. Fühle dein Herz. Fühle dein Herz. Erinnere dich an deinen Wunsch. Lass ihn aus deinem Körper, aus deinem Herz in den Raum steigen. Lass ihn aus deinem Raum hinaus, aus deinem Haus hinaus, in den Himmel, über den Himmel hinaus. Lass ihn zu den Sternen in das Universum. Bis er überall ist. Bringe dein Gefühl nun zurück zu deinem Herz.
gibt nichts weiteres zu tun. Als ruhig, schwer und vollkommen entspannt zu liegen. Fühle deinen Körper. Sicher, klar und entspannt. Du darfst jederzeit langsam tiefer gehen in diese Entspannung. Diese Ruhe, die Klarheit. Mit jedem Atemzug ein kleines bisschen mehr. Ein kleines bisschen mehr Ruhe. Mehr Tiefe. Mehr loslassen. Mit jedem Atemzug gehst du tiefer in den ruhigen, erholsamen Schlaf. Tiefer in den ruhigen, erholsamen Schlaf. Bis du morgen erfrischt, gesund und ganz tief entspannt wieder aufwachen wirst.